Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daisy Standalone. Zu zweit. Es gab ein mega großes Update. Einmal ein Grafik-Update und etliche Fixes. 727 MB und dann gab es nochmal die neue Karte mit 3,2 GB. Ja, da wissen wir noch nicht genau, wie wir was machen. Und bei mir war auch im Inventar fast alles kaputt. Ich musste alles reparieren. Ach ja, muss ich auch nochmal gucken. Ich weiß nicht. Ach du Scheiße. Ja. Ja, Schutzkoffer auf einmal beschädigt. Ja. Trockensack beschädigt. Auch wenn ich hier in mein Zelt gucke. Zum Beispiel. Ja, die waren makellos hier noch, genau. Die hier ist auf einmal beschädigt. Die ist demoliert sogar. Ja. Und die ist auch beschädigt. Wieso auch immer. Aber na gut. Und das Geile ist, wir nehmen das hier in die Hand. Und mal ganz drehen. Okay. Okay. Mit Leertaste. Doch jetzt. Geil. Okay. Ja, wie machst du das? Ich mach das gar nicht. Ich zieh's raus und drück Leertaste. Passiert nichts. Du müsstest es an deiner Maus gewesen haben. Ja. Dann einfach Leertaste drücken. Warte, Moment. Ah. Kurios. Ja, erstmal den Sack und den Koffer und meinen Rucksack reparieren. Ja. So, was jetzt hier neu gekommen ist, sag ich mal. Ich habe keine Lampe mehr auf dem Dach. Doch. Wieso kann ich mein Licht nicht anmachen? Von der Tasche? Ach, doch, ist schon. Okay, das ist momentan noch zu hell. Ja, die Autos sehen halt ein bisschen detaillierter aus. Das Gelb zum Beispiel sieht dunkler aus. Nicht ganz so schick. Die Weißen sehen älter aus, abgegrabbelter und so. Finde ich schon nicht schlecht. Wow, der ist immer noch beschädigt. Du musst zweimal reparieren jetzt. Oder dreimal sogar. Das Rot sieht hammermäßig aus. Das ist so intensiv, das ist geil. Und wir haben was ganz Neues. Und zwar grünes Auto. Ja. Haben wir jetzt ein grünes. Auch nicht schlecht. Immer noch kaputt. Nächstes Mal müssen wir ein paar Ledernähset mitnehmen. Ja gut, ich wechsle die mal aus, wenn ich eins finde auf dem Boden. Ja, aber jetzt müssen wir wieder ein paar mitnehmen. Wir haben hier auch keine mehr. Ich habe jetzt gerade, sind nur noch zwei zumindest jetzt in dem E, ne? Achso, so meinst du das? Na gut. Genau. Achso, genau, das wollte ich mal alles in die Hose packen. In die Jacke, nicht in die Hose. Weil ich wollte die Hose leer haben. So, sortier. Klack, klack, klack. Oh. Ich kann auch irgendwas mitnehmen, was hier reinpasst. Jetzt passt ja alles da rein. Oh. Terrarium-Tabletten habe ich dabei. Ha. Kann man den Schutzkoffer gar nicht reparieren? Na gut, ja, warum auch? Scheiße. Doch, bestimmt mit irgendeinem Plastik. Mit Klebeband nicht? Mhm. Das ist schlecht. Wir hatten da noch hier irgendwas rumlegen. Eigentlich. Weil mein Schutzkoffer ist komplett kaputt, obwohl ich damit noch nichts gemacht habe. Selbst die Rucksäcke hier drin sind alle demoliert. Ja, ich weiß. Ich frage mich, ich verstehe das auch nicht. Alter, wie sieht meine Waffen aus? Nee, die Waffen sind gar nicht. Außer meine UMP. Die ist auch demoliert. Wow. Meine AK auch. Und das CR-527. Oh, tatsächlich. Und die Mosin ist auch beschädigt. Und die eine. Nee, beide. Wow. Außer die AKM, die ist im Team. Oh, meine Pistolen? Die sind auch beschädigt. Oh Gott. Jeder Rucksack drin ist heil. Super. Naja. Also können wir erstmal. Oh nein, wir haben gar nicht so viel Reparatur dafür, ne? Ja, brauchen wir jetzt auch gar nicht. Die Waffen, die ich mitnehme, muss ich ja heile haben. Kann ich ja, die kaputt du, lassen. Die, ja. Wie sieht meine aus? Auch beschädigt. Ja, die brauchst du nur reparieren. Na, was anderes brauche ich ja nicht reparieren.
Ja, deswegen. Die kann ich dann reparieren. Aber ich habe die erst alle repariert, glaube ich sogar. Die, na gut, die MK2. Die sind wohl noch heile. Immerhin. Oh nein, die K. Oh, die... Scheiße. Hä? Beschädigt. Die ist immer noch kaputt. Oh nein. Wir müssen Waffenfliegesets nochmal finden. Naja, so ist das mit den Updates, ne? Nach einem Update ist alles kaputt. Der Crap hier draußen in der roten Tonne ist Heilebeam. So muss das. Gut. Makellos, abgenutzt, abgenutzt. Siehst du, wo ist das Epoxidharz? Probiere ich das mal vielleicht mit dem Koffer. Achso, die Uhrzeit habe ich jetzt so eingestellt, das war 17 Uhr anfangen mit der Geschwindigkeit 5, dass ihr das auch wisst. Ich bin mal gespannt. Ich sehe jetzt die Sonne gar nicht. Geht trotzdem nicht. Dann packe ich das erstmal alles wieder rein, auch wenn er beschädigt ist. Das ja, das ist ja. Meiner simuliert sogar. Man soll angeln können. Stimmt. Ja, naja, zumindest jetzt mit der richtigen Angel. Ja, dann wirst du auch die andere herstellen können, denke ich mal. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie das ging. Weißt du das noch? Nee. Ja, das ist ja du sowieso neu gebaut. Improvisierter Angelherrscher. Ich stelle jetzt gerade. Ja, wie ein improvisierter Angel habe ich noch nie hergestellt. Das erste Mal jetzt. Ja, wolltest du ja. Da hattest du ja nachgeguckt und hast du nicht gesehen. So, jetzt haben wir eine improvisierte Angel. Ach, geil. Genau. Den Trockensack kann man reparieren mit Tape. Okay. Ach, kann ich auf den Rücken packen? Gut, die Angel werde ich erstmal mitnehmen. Geil. Die Würmer auch. Wie viel waren denn da drin bei den Würmern? War es nur einer? Soll ich auch eine Angel herstellen? Ja, ne? Mache ich jetzt einfach. Da haben wir A, mehr Platz und B, haben wir so viele Seile. Ist vielleicht mal ganz gut, dass die weg sind. Also ich kann sie nicht auf den Rücken nehmen, ne? Was? Die Angel. Ach so, hast du. Weil ich habe ja Axt und Schrotflinte auf dem Rücken. Ach so. Du hast ja deine Machete, die ist ja immer in deinem Inventar, da machst du ja den Platz. Oh. Was war noch? Meine Stiefel brauche ich nicht. Ach ja, meine Schrotflinte. Müsste ich mal reparieren. So. Gut, ich habe eine Angel dabei. Ich kann ja kurz nochmal nach Regenwürmer suchen. Naja. Gesundheit. Wie war das? Nicht platzieren. Einfach graben. Einfach buddeln. Ah, ich muss ganz doll nach unten gucken. So. Der nächste See, Tümpel, Fluss. Ne, Fluss glaube ich nicht. Ist dann auf jeden Fall mal gucken. Genau. Achso, liegt doch auf dem Boden. Der Regenwurm. Ich glaube, das waren noch mehrere Regenwürmer, aber wenn ich jetzt erstmal zwei mitnehme, hoffentlich finden wir allerdings einen Fisch. Gut. Gut. Gut, gut. Was das neue Update genau beinhaltet, keine Ahnung. Defekte, kaputte Klamotten und Waffen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, was heißt. Bugfixes halt haufenweise, was er vorhin selber sagt. Aber richtig viele. So, und dann sind ja noch vier neue Waffen hinzugekommen. Einmal die Vega, die M1911-Pistole. Irgendeine
BK43, glaube ich. Also wir können wieder neue Sachen finden, auf jeden Fall schon mal. Und eine Blaze. Ich weiß gerade nicht mehr, was die Blaze ist. Das sagt mir auch irgendwas. Die Vega sagt mir auch irgendwas. Wahrscheinlich ist das sogar die Schrotflinte mit Magazin. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Das wäre so geil, Alter. Ich habe gar keine Ahnung. Okay, okay, Temperatur messen geht immer noch nicht. Das bringt immer noch nichts. Habe ich das Bild, was du damals mir geschickt hast? Nee, das hast du auf Handy geschickt, ja? Das mit den ganzen Waffen? Ja. Nee, über Dings. Discord? Ja. Na gut, dann gucke ich mal ganz schnell. Ich stehe eh nur rum. Aha. Habt ihr das gehört? Ich stehe eh nur rum. Habt ihr das gehört? Er wiederholt sich nur ungern. Ich stehe eh. Okay, doch nicht. So, einmal Adrenalin nehme ich jetzt auch mal mit. Scheiße, ich habe da nochmal Adrenalin. Kacke. Okay. Oh, ich dachte, oh Gott. Oh Gott. Bisschen größer, wenn ich schlecht. Ach, verdammt, kann ich. Wie hieß die? Ich will die ja, wenn dann auch zeigen. Die Blazer? Die Blaze. Jo. Blaze. Das ist die Doppelläufe, die mit den überstehenden Läufen oben und unten. Als Jagdgewehr. Cool. Buschabima. B-L-A-Z-E. A Blaze. So, denn. Genau, die 1911. Oh, diese Knicker sogar hier. Ja, yeah, das sind zwei Schuss drin jeweils. Brauchst kein Magazin. Richtig geil. Ey, die werde ich, glaube ich, danach nehmen, wenn ich die finde. So. Was brauchen die für Munition? Irgendwelche. Auf jeden Fall Sniper-Muni oder so. So eine AK-Muni wahrscheinlich. So, dann die 1911. Warte. Sieht cool aus. Das ist eine schwarze Pistole mit weißem Griff. Ja. Die. Ui, ja. So, dann war es ja noch. Die, wo ist hier, wo sind die Schrotflinten? Also da unten ist irgendeine 43, aber IZH 43, das wäre die doppelläufige Schrotflinte. Aber die hieß ja vorhin anders da bei den Dings. So, das Bild, was er gerade sieht, ist das hier. Das hier. So, hier habt ihr jetzt alle Waffen. Aber das ich möchte oben die Derringer haben, die oben rechts, die will ich. Oder die Magnum. Die Magnum wäre der Hammer. Da würde ich mich so freuen. Oh, was ist denn die PM73RK, Junge? Welche Reihe? Zweite gleich. Unter der Derringer. Also eine kleine Maschinenpistole. Mit zwei verschiedenen Magazingrößen, bis 25. Geil. Oh. Die WTF da unten, die M4, ne? Die soll sogar ein 60er Magazin kriegen, so ein doppeltes. Und dann noch ein erweitertes WTF. Haben wir noch gar nicht gefunden. Alter. Mit 40 Schuss, Junge. Die M4. Die AUG würde ich auch gerne finden. Aber die Vega ist hier nicht. Die Vega. Ja gut, alle sind hier vielleicht nicht drauf. Daisy. Ah, guck mal, die MK2 heißt hier zum Beispiel Amphibia S. Warte mal, heißt die jetzt hier auch anders? Gut, sorry Leute, dass wir jetzt gerade zu viel labern. Aber vielleicht ist es auch interessant für euch, circa. Ne, die heißt ja noch MK2. Also vielleicht finden wir sogar neue Sachen. Also, deutlich. Deutlich neue Sachen. Wann wollen wir denn los? Starker Puls. So. Ich werde das Auto hier komplett aufbauen, was hier steht, weil... Die Sachen muss ich ja nicht mitnehmen, weil wenn wir die finden, haben wir gleich wieder Platz. Vielleicht wisst ihr auch noch, wo wir hinfahren. Ich weiß es noch. Du auch? Manu? Nee. Oh. So, was fehlt jetzt hier noch? Gut, die Tür habe ich. Der gelbe hin war ja komplett, ne? Ja. Ja. Sehr gut. Ja, findest du doch die Fahrertür vom Grün? Das war's. Ja. So. Alter. Gut. Ich guck mal kurz nach. Oh nein, bitte lass die Autosachen jetzt nicht kaputt sein. Makellos, makellos, makellos.
Gut. Ja, ein Benzinkanister ist auch beschädigt. Auch noch der mit Wasser. Aber das sollte kein Problem sein. Gut. Was machst du jetzt noch genau? Ja, gucken, was für Waffen das sein sollen. Ach so. Ja, ich würde nämlich schon mal dann langsam. Aber der findet nichts, Serio. Oh. Keine Sorge, die Autos fallen ein bisschen runter, aber das ist nicht dolle. Fährst du mit deinem Weißen wieder, ne? Jo. Ja. Ja, ist glaube ich auch besser. So. Die sind jetzt auch grau, ne? Ja, die sind nicht sehen schon ein bisschen schicker aus, muss ich sagen. Nee, ich bin mit dem nimm mal den mit am wenigsten dran mit, dass du, falls wir was finden, direkt... Oder halt umbauen, das habe ich auch gerade gemacht. Oh. Okay, der Nebel kommt gerade auf einmal. Kann ich schon Lichter machen? Kann ich nicht aufs Inventar zugreifen? Also, ja gut, dann muss ich auch kurz nochmal... Was? Der Autokühler ist kaputt. Der ist beschädigt. Ja, der ist beschädigt doch. Batterie auch. Ja. Die Reifen, zwei Reifen auch. Oh, man kann im Auto nicht mal aufs Inventar zugreifen. Demolierte Autobatterie. Wow. Oh nein. Oh nein. Dann kann ich ja gleich mal... Kann ich ja gleich mal dem Elektronikreparaturset. Ja. Okay. Bei dem Auto makellos. Hier ist alles gut. Hä, ich auch. Das wäre es natürlich ein bisschen hart, wenn jetzt die Sachen wirklich kaputt gehen langsam. Tja, vorher haben sie ja eigentlich komplett unbegrenzt gehalten. Kann auch so bleiben. Die Faunas. Ach, hoffentlich haben sie jetzt irgendwie hingekriegt, dass jetzt auch der LKW drin ist. Dass man, dass der jetzt endlich spawnt. Oh, hier ist der Kühler auch demoliert. Bei dem Weißen. Schicht. Naja. Achso, da hinten bist du. Ja. Kacke, ey. Ist die Frage, wie kann man denn einen Kühler heile machen? Boah. So, das machen wir jetzt hier mal. Nein! Doch. Selbst die im Zelt sind kaputt. Krass. Gott sei Dank aber nur einer. Ah, und hier habe ich noch meinen Schutzkoffer. Und geil. Die Batterien sind auch alle beschädigt, außer einer. Okay, das ist bescheuert. Okay, den Autokühler kann man schon mal nicht reparieren. Gut, ich sag mal so, man findet die... Oh ja, Autobatterie kann man reparieren. Mit dem Elektronik-Set. Ja, habe ich gehört. Der Wasserkühler ist mir egal. Der Batterie an sich auch. Also finden wir eh wieder. Ob sie abgenutzt sind oder kaputt. Der Kühler, muss ich sagen, ist mir auch egal. Ist zwar sehr nervig, aber... Ja. Gut, jetzt hier, ich sag mal, übermäßig reparieren will ich jetzt hier auch nicht, weil... Spinnen die ganz schön rum mit hin und her packen, ey. So. Ah, halt. Ich muss hier Wasser einfüllen. Ich kann nicht alles auf einen nebeneinander packen. Irgendwie backt das hier gerade übelst rum. Hm. Das ist schlecht. So, ich hab's auf jeden Fall rübergepackt. Jetzt habe ich hier wieder ein komplettes Set. Ich habe das Elektronikreparaturset mal mitgenommen. Wasser auffüllen, also, ne, noch. Das darfst du gar kein Fall vergessen. Bei den Karren. Warum kann ich das jetzt nicht mehr mitnehmen? Ich kann nicht das Reifenreparaturset nicht mehr rausnehmen. So, was ach ja, der Angelhaken konnte ich auch nicht rausnehmen. Wir machen gleich nochmal einen Neustart vom Server, weil es sind momentan viele Fehler. Ne, Wasser auffüllen brauche ich nicht. Ist voll. Wenn das muss ja ganz links stehen, ja? Ja. Ja, gut. Andersrum wie die Tanknadel, glaube ich. Ja. Gut. Dann passt das. Gute Nacht. Ich liebe dich auch. So. Ich dich auch. Nee, warte, bleib kurz stehen. Nee, fahr nochmal zurück. Nochmal oder Server neu starten oder ist egal? Ja gut, wozu? Macht doch keinen Sinn. Na, achso, ich hatte ganz ein paar Sachen nicht nehmen. Ja, das ja. Ich hab's jetzt so reingepackt, das geht ja so. Gut, das ist... So.
Ja, was machst du denn jetzt? Warum fährst du jetzt rückwärts raus? Weil ich nicht um die Ecke gekommen bin. Nee. Bin mal gespannt, wie die Autos jetzt fahren, ob die immer noch so bescheuert rumspawnen. Hat der gerade übelst gehangen an der Ecke, als wenn er drauf geschliffen ist, ey. Oh, nicht, dass jetzt die Poller nicht mehr Dings wären, das wäre echt hart. Das mache ich noch in dem Video. Ich finde das so geil, dass der jetzt grau ist. Ja, auch das Gelb sieht so verwaschen aus. Aber was ich scheiße finde, ist, dass die Chromleisten so doll rausgucken. So extrem, weil die noch so leuchtend sind. Geht noch was? Ja. Gott sei Dank. Ich glaube, damit den Autos... Naja, doch, könnte. Gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt einen Daumen, schreibt den Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.